Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Metroid weiter und schlüpfen wieder in die Rolle von Samus Aran, der ganz bestimmt keine Frau ist. Und beim letzten Mal haben wir uns genau hier an dieser Stelle verabschiedet, irgendwo im Nirgendwo von Norfair. Und wenn ich mich recht entsinne, wollte ich beim letzten Mal hier durch die rechte Tür gehen. Wenn ich mich recht entsinne. Ich habe das letzte Video tatsächlich, also nicht komplett geguckt, aber ich habe mich so ein bisschen durchgeskippt, um mal zu schauen, was ich beim letzten Mal so gemacht habe. Habe ich generell bei einigen meiner Videos so ein bisschen gemacht. Was ich jetzt aber, oder beziehungsweise was mir beim letzten Mal so aufgefallen ist, ich wollte zwar hier rechts durch die Tür, aber wie sieht es eigentlich hier unten aus? Kann ich wieder hier durch? Und beziehungsweise ist hier unten noch irgendetwas? Wenn ich das hier nämlich jetzt mal so betrachte, hier unten ist doch gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben den tiefsten Punkt von Norfair damit an dieser Stelle erreicht, was sehr cool ist. Was dann wiederum bedeutet, dass es hier hinter dieser Tür jetzt bestimmt noch irgendetwas gibt, aber es dürfte eigentlich, hoppsala, eigentlich nicht mehr so schrecklich viel geben. Zumindest in meiner Vorstellungskraft nicht. Oh yeah. Ich glaube, ich erinnere mich sogar, Moment. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen Kram hier. Oh Gott. Ernsthaft? Ey. Ja, ja. Oh, Schnu, Schnu. Ja, Samus, Schnupsus. Ich habe mich auf eine gewisse Art und Weise total gefreut, dass ich heute wieder Metroid spielen und aufnehmen kann. Und dann geht es hier gleich mit so einer Kacke los. So, Moment. Döp, döp, döp. Ernsthaft? Ja, danke. Sowas in der Art. Wollte ich doch sagen. Sollte man doch annehmen. Diese Seepferdchen, ne? Gegen die ist auch zumindest momentan nicht wirklich ein Kraut gewachsen. Egal. So. Bis hierhin alles toll. Jetzt müsste es hier oben nichts geben. Interessant. Okay. Also hier komme ich nirgendwo durch. Und hier unten müsste entweder hier oder hier genau dann wieder ein Weg nach unten sein, der aber tatsächlich irgendwo hinführt. Okay, also hier würde es noch weiter nach unten gehen. Das lassen wir jetzt aber erstmal hübsch bleiben, sondern gehen stattdessen erstmal weiter nach rechts. Das halte ich für eine sehr, 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 sehr gute Idee. So, und wenn jetzt diese Seepferdchen, wenn diese Seepferdchen auch tatsächlich mal aufhören würden, mich so derbe zu nerven, dann wäre das irgendwie furchtbar, furchtbar, furchtbar nett. Ich glaube, hier war ich auch noch gar nicht, oder? Das kommt mir jetzt gerade alles so schrecklich unbekannt vor. Unbekannt ist aber erstmal cool. Okay. So, Moment, das hier ist auch in jedem Fall schon mal verdächtig. Ja, genau. Ah, okay, Moment. Aber will ich... Das mit dem Seepferdchen sieht da unten jetzt übrigens saudämlich aus. Aber okay, dem Seepferdchen scheint's... Also, es scheint das Seepferdchen nicht zu stören, dass es da unten irgendwie an einer seltsamen, sehr, sehr seltsamen Stelle steht. Oh Gott, bitte. Vor allem nicht sterben. Das wäre furchtbar nett. Ich meine, die hinterlassen ja zum Glück auch, na, ganz gut Lebensenergie und so. Aber trotzdem, das muss doch alles nicht sein. Muss doch alles nicht sein. Ich hoffe, das lohnt sich unterm Strich auch überhaupt. Ja, hab viele eure Kommentare gelesen. Einige sagten mir auch schon, eventuell wäre es sinnvoller, so langsam aber sicher, interessant, so langsam aber sicher wieder nach Brinstar zurückzukehren. Aber jetzt für den Moment will ich... Ich war halt so gut jetzt mittlerweile in Norfair drin. Da würde es mir blöd erscheinen, wenn ich hier direkt abhauen würde. Deswegen versuchen wir einfach mal... erstmal noch unseren Weg hier... unseren Weg hier fortzusetzen. Und dann später können wir immer noch sehen, dass wir irgendwie wieder nach Brinstar kommen. Ach, jabba-jabu. Okay, Moment. Hier ist wieder irgendwas. Ah... Hat sich also schon mal gelohnt. So, den machen wir jetzt einmal so und einmal so. Okay. Könnt gerne noch mehr Raketen hinterlassen, wenn es nach mir geht und ginge. Und hier ist jetzt wieder Schicht? Ernsthaft? Okay. Na gut. Es ist auf eine gewisse Art und Weise zu befürchten gewesen. Ich würde furchtbar gerne eigentlich unten rechts gucken wollen. Ja gut, jetzt bin ich sowieso in der Lava drin. Bombe? Nein. Irgendwas? Keine Ahnung, hatte ich überhaupt eine Bombe gelegt? Ich weiß nicht. Ist zu doof. Gut, wir hauen ja wieder ab. Dupdi-dup. Wird schon nicht sein. Nein, nein. Was soll denn hier? Oh, dein Ernst? Samus. Bitte, Samus. Bitte. Ernsthaft? Ich werde jetzt nicht sterben deswegen, oder? Moment. Ich sinke auf den Boden, ich springe.
Ich werde jetzt sterben deswegen. Ich werde bekloppt, weil ich hier nicht mehr rauskomme? Dein Ernst? Ich meine, ich hätte noch eine winzig kleine Chance gehabt, wenn ich den Gegner... Nee, nicht mal dann richtig. Also doch, eine winzig kleine Chance hätte ich gehabt, wenn ich versucht hätte, den Gegner zu vereisen. Ich werde so bekloppt. Ernsthaft? Wegen so einer beschissenen Stelle? Oh Mann. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Okay. Moment, kann ich nicht? Sie will auch keine... Doch, jetzt wollte sie mal kurzzeitig die Bomben legen. Warum? Ich hab's rausgeschafft. Ja, und ich bin wieder... Du bist so lustig, Spiel. Du bist so unfassbar lustig. Du bist so unfassbar lustig. Ich kann mich scheckig lachen. Ich finde alles so unfassbar scheiße. Cool. So, meine lieben Freunde. Das war scheiße. Mein Kater kommt zu mir und will mich ein bisschen trösten. Cool. Ich habe mich jetzt eine ganze Woche lang auf diesen Part gefreut, weil ich mir so gedacht habe, geil, ich habe die Screw Attack, ich habe alles, ich bin so mächtig, ich bin bombig, ich bin der Beste. Wer kann mich jetzt noch aufhalten? Ja, und dann zeigt mir das Spiel einfach mal auf so glorreiche Art und Weise den Mittelfinger. Ach, das ist so herrlich. Das ist einfach nur herrlich und schön. Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, versuche ich mal, diesen Punkt jetzt wiederzufinden, wo ich war, ne? Das sollte doch im Bereich des Möglichen liegen. Hoffe ich doch mal gar sehr. Nein, das sollte eigentlich wirklich im Bereich des Möglichen liegen. Ich muss ja nur ganz nach unten gehen. Nur, in Anführungszeichen. Das sollte doch hoffentlich machbar sein. Es tut mir aber so leid, weil ich irgendwie jetzt mit mehr Fortschritt gerechnet hatte in diesem Part. Ich meine, okay, wie Arkandor richtig bemerkt hat an irgendeiner Stelle, bisher war es so, dass ich zumindest immer in jedem Part wenigstens einmal Raketen aufgesammelt habe oder irgendwas dergleichen. Das heißt, man kann durchaus auf eine gewisse Art und Weise von Fortschritt sprechen, aber das ist doch jetzt einfach nur dumm. Das ist mega, mega dumm. Und das tut mir wirklich in der Seele weh. Ach ja, gut. Es wäre auch zu schön. Naja, okay, gut. Die Freude soll trotzdem nicht gänzlich von uns weichen. Und ich versuche das Beste aus der Situation zu machen. Kleine Schnupsviecher kaputt machen ist jetzt nicht so das Problem. Die Energie sammeln für meine beiden Energietanks ist jetzt wiederum das größere Problem. Und ich bin mal gespannt, wie lange das dauern wird, bis ich da wieder einigermaßen in eine Region komme, die mir wieder genehm ist. Es ist natürlich irgendwie auch knüppelhart vom Spiel. Einen einfach mit... Muss ich jetzt hier nochmal durch? War das hier? Ich glaube, ich muss hier durch, oder? Weil wenn ich da unten jetzt weiter runtergegangen wäre, da wären wir nur wieder in einen Abschnitt gekommen, wo es zu, vermutlich, zu Ridley geht. Das ist ja das, was ich, ja, einfach mal so in den Raum geworfen habe. Aber so richtig hat mir auch keiner widersprochen, also scheint ich da wohl irgendwie das Spiel auch richtig durchschaut zu haben. So, das hat euch jetzt mal erstaunlich gut funktioniert mit dem Energiesammeln. Und es würde noch besser klappen, wenn ich nicht weiter anfangen würde, überall jede Lavagrube unter die Lupe zu nehmen. Wenn ich sie wenigstens wirklich unter die Lupe nehmen würde. Ja. Das wäre echt fies, oder? Wenn so richtig coole Geheimnisse in diesen Lavagruben drin wären. Aber zumindest momentan scheint es nicht der Fall zu sein, beziehungsweise das Spiel gibt mir nicht wirklich den Anreiz zu glauben, dass dies auch nur andeutungsweise der Fall wäre. So, Moment. Njarks! Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Obwohl, ne, ist scheißegal, ne? Ja, genau. Weil den Vogel kriege ich ja sowieso nicht platt. Kann es sein, dass ich doch falsch gelaufen bin und es hier eine Sackgasse? Ja, gut, okay. Mit sowas in der Art habe ich gerechnet. Also, dass... Oder? Obwohl, nee, Moment. Es könnte sein, dass es trotzdem hier links weitergeht. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Moment. Ne, hier war dicht. Ach, ist doch scheiße. So, mit sowas in der Art hatte ich gerechnet. Wie gesagt, es tut mir total leid. Die Abstände zwischen den Videos, ich würde sie gern kürzer halten, damit ich eben gerade auf solche Sachen nicht hereinfalle. Insbesondere bei einem Spiel wie Metroid ist es, glaube ich, oh Gott, wirklich tödlich,
wenn man sich... was? Wo war denn hier nochmal der Ausgang? Willst du mich verarschen? Hä? Wo war denn... Ach komm, leck mich. Dann bring mich halt um. Ist doch egal. Man muss ja eh wieder einen Scheißweg laufen. Also von daher. Ja, insbesondere bei einem Spiel wie Metroid ist es natürlich obertödlich, wenn man sich zu viel Zeit lässt zwischen den Parts und dann wieder den ein oder anderen Weg eventuell vergisst und dann mal so ein paar Dinge einfach mal so konsequent ausblendet und so. Ich versuche mir das echt zu merken und wie gesagt, deswegen hatte ich mich in Vorbereitung hier eigentlich auch noch mal so ein bisschen, nicht belesen. Ich hab mich reingeschaut in meine alten Videos, weil ich eben nicht wie der letzte Trottel dastehen wollte. Aber ihr seht selber, das entweder es liegt komplett an mir oder es liegt teilweise auch ein bisschen am Spiel, dass es nicht so einfach ist. Mein Gott. Da hatte ich so viel gute Laune, als ich jetzt angefangen habe. Ich verstehe das nicht. Ach ja. Aber das wird noch was zwischen Metroid und mir. Ich bin mir da relativ sicher. Also es ist so, es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, für eigentlich fast für die ganze Woche, dass ich so weit gekommen bin, dass ich so gut vorangekommen bin einfach. Das war einfach, ja, weiß nicht. Nur selten in meinem Gefühl hatte ich glücklichere Glücksgefühle. Wie an diesem Tag, als ich in Metroid das Gefühl hatte, dass ich weiter vorankomme. Es war so herrlich und schön, ja. Das sind so Dinge, die kann man sich auch in seine Vita schreiben. Einfach mal so in den Lebenslauf rein, zack, Metroid-Experte. Auch wenn es noch nicht ganz stimmt oder so, aber dann werden die Personalchefs dieser Welt auch sagen, hui! Das ist aber, also, und das ist ein Anzeichen vor allem für Durchhaltevermögen. Und das ist doch wohl eine Charaktereigenschaft? Das ist doch wohl ein Attribut, das man so hat, haben kann? Durchhaltevermögen? Das ist auch im normalen Job wichtig, oder nicht? Also von daher, so abwegig ist das im Endeffekt gar nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Oder nicht, oder doch? Schreiben wir es das nächste Mal in unseren Lebenslauf und gucken mal, was dabei herauskommt. Da könnte ich mittlerweile aber auch ganz andere Dinge reinschreiben. Also, jetzt weiter auf Videospiele bezogen. Wo sich so manch ein Personalchef dann vielleicht gierig die Finger nach mir lecken würde. Aber naja, okay, was soll's. So, war das jetzt hier der mittlere Gang? Oder ich weiß es nicht. Ich glaube, es war der mittlere... Was war das für ein Weg? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe hier so weiter. Das ist doch nicht schwer. Hier war, glaube ich, Icebeam? Nee, nicht Icebeam. Was war denn dann hier? War das? Das war nicht die Screwtag. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier war. Es ist egal. So. Aber Moment, das könnte doch eventuell... Ich glaube, das sieht gar nicht... Oder? Doch, das sieht sehr dumm aus. Ich glaube, das ist es auch nicht. Oder? Das ist halt schon wieder so identisch zu dem anderen Quark. Ups. So. Ich gehe jetzt trotzdem gucken, ist mir egal. Okay. Erstmal weit... Obwohl, nee, das mit dem Blober... Blasen. Moment. Seepferdchen. Danke. Ja, danke ist gut. Nicht dein Ernst. Oh Mann, Spiel. Mach mir die fertig. 1, 2, 3, ganz viele tolle Schritte. Du machst das wundervoll, Samus. Danke dir. Wenn wir jetzt gleich in einen grünen Abschnitt... Das ist kein grüner Abschnitt. Was war das hier? Ich brauche mehr Lebensenergie. Das mit der Screwtech, ich merke jetzt auch gerade, dass es ein bisschen trügerisch ist. Man fühlt sich dann auf einmal zu sicher. Und hat absolut keine Hemmung. Das ist schlecht. Gehe ich jetzt hier einfach weiter? Das wäre eigentlich der richtige Moment gewesen, um nochmal 2 Stunden zu farmen. Wobei es nicht wirklich 2 Stunden dauert. Seien wir mal ganz ehrlich. Ups, das geht doch relativ flott, aber naja. So, Moment, hier ist grün. Grün, grün, grün sind alle meine Gebiete. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Ich gehe weiter hier nach links und dann ganz weit nach unten. Und dann müsste ich eigentlich wieder da sein, tralala. Das sollte zumindest der Fall sein. So, findet ihr, dass ich in diesem Part jetzt ein wenig Verschwendung betrieben habe? Vielleicht, aber nur vielleicht.
Ich habe eine wichtige Lektion gelernt über das Leben, nämlich, dass man sich nie zu sicher sein sollte in seiner Sache. Man sollte immer auch weiterhin an das Schlechtmöglichste denken, damit man bloß nicht enttäuscht wird. Ich glaube, das ist für uns alle jetzt eine sehr wertvolle und wichtige Lektion gewesen. Südele. Düpp, 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 düpp. Achso, hier war jetzt schon ganz unten. Cool. Upsala. Gut. Moment. Dann bin ich jetzt... Ja, das ist auch der perfekte Moment, um Pause zu machen. Weil das ist genau der Punkt, wo wir den Part angefangen haben. Cool. Okay. Es tut mir leid. Ich kann mich nur aufrichtig dafür entschuldigen. Lief jetzt alles nicht so. Aber beim nächsten Mal, eventuell, schaffe ich es jetzt besser durchzukommen. Ich versuche mir zumindest einigermaßen Mühe zu geben. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein und ich sage dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.